Willkommen, liebe Freunde, zu Challenge Time und zwar heute mit dem Brute Nutzlastwagen und mit dem Vergo und dem Insurgent natürlich. Hi. Und zwar fahren wir heute für die Firma Nowinski. Ja, die hat ihn uns geliehen, ne? Auf jeden Fall, das sieht man auch im letzten Video mit dem wunderschönen Albany Roosevelt Valor. Oder Valor, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den ausspricht. Natürlich hat er schon ein bisschen drunter gelitten, ne? Wenn man sich das andere Video ansieht, sieht man auch schon, warum er so drunter gelitten hat. Der war vorhin schon ein bisschen kaputt, weil der Zivi reingefahren ist, einfach gegen eine Wand oder so. Wir haben ihn trotzdem noch hierher gebracht und haben uns gedacht, wir machen das jetzt einfach mal, denn uns gehen die Autos aus. Links runter. Links runter? Okay. Ja, ich denke mal, dass das sein Fahrverhalten jetzt nicht schwächen wird. Aber es ist halt wirklich so. Uns gehen die Autos aus, ja, die Ideen gehen uns aus. Heilige Scheiße, ich schaff das alleine. Ich hätte das alleine geschafft, fuck! War doch ein nicer Charme. So, okay, ich fall rechts runter. Boah, yo, das war knapp. So. Stein. Ja, Stein. Ja, ist mir jetzt hab ich's mal gemerkt, schaff's da an. Auf jeden Fall, wie gesagt, gehen uns die Autos ein bisschen aus und die Idee nicht verlinkt. What the fuck? Links, 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 links. Ja, 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 ja. Nowinski! Mann, der hat Power, Alter. Gibt dir das? Hast du gesehen? Ja. Bin auch positiv überrascht von dem Teil. Oh, 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 oh. Was geht da jetzt? Schieb, schieb. Hab ich dich gerade geschoben? Ich hab grad keinen Grip irgendwie. Warte, ich mach Handbremse. Fahr. Fahr weg. So. Ja, bleib auf der Handbremse. So. So, ich habe die Handbremse genau losgelassen, dass du mich angefahren bist. Dankeschön. Also wie bereits gesagt, ja, sobald wir, also wenn wir spielen GTA, ja, das ist, muss ich ehrlich zugeben, in letzter Zeit eher seltener, was heißt letzter Zeit, eigentlich häufiger als damals, ne, wenn man es so nimmt. Ja, ich spiele sogar häufiger als damals. Damals gab es bei mir ein paar Probleme. Ich meine, ich habe meinen Vorbestellerbonus damals ausgegeben für einen Centorno, der zu einem Sand King wurde. Und dann habe ich die Lust an dem Spiel verloren. Alter, was? Hey, ich rutsche nach hinten, obwohl der Berg nach oben geht? What? Ich rutsche auch gerade irgendwie ab. Ich weiß nicht warum. Bleib auf der Hand, meine ich. Okay. Ja, wie gesagt, mein Centorno wurde zu einem Sand King. Ja. Das habe ich auch auf Steam gepostet. Danke. Ja, 350.000 hätte man verkaufen können, wenn es ginge. Wenn es ginge, genau, aber dann stand da so, die Server können diesen Verkauf gerade nicht irgendwie zulassen oder so. Und dann habe ich ihn damals gegen einen Dominator ersetzt oder so. Aber ist auch egal. Ja, das sind ein paar Real-Life-Stories, nice, ne? Auf jeden Fall habe ich dann natürlich die Lust auf das Game verloren. Ich meine, hallo, man ladet sich das am Release-Tag runter. Ja, hat man vorbestellt, obwohl man eh kein GTA-Fan war eigentlich davor. Ich meine, ich habe GTA 3 gezockt, ja. Ja, okay. Und das auf der PS2 bei einem Kumpel vor, weiß ich nicht, 6 Jahren oder so. GTA 4 habe ich ausgelassen. Und dann GTA 5 habe ich gedacht so, yo, wenn sich's meine Avara kaufen, dann kaufe ich es mir auch. Und dann passiert sowas. Natürlich habe ich dann keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Passt. Auf jeden Fall, ja, war ich halt schon seltener im Game und jetzt ist es halt so, dass wir durch das, dass wir hier die ganze Zeit hier ein Format haben, Challenge Time hier, was auch sehr beliebt bei euch ist, finde ich richtig nice, dass hier so viele Daumen hoch sind. Natürlich wären Kommentare auch geil zu sehen, ja, wenn ihr eure Meinung oder irgendwelche Ideen oder so in die Kommentare schreiben könntet, wäre natürlich noch geiler. Aber durch die Daumen bemerkt man halt schon, euch gefällt dieses Format, ja. Mir gefällt dieses Format auch. Ich muss ehrlich sagen, das ist eines der Formate, die für uns eigentlich am leichtesten ist. Warum ist es am leichtesten? Aufgrund dessen, dass es uns sehr viel Spaß macht. Und was jemandem sehr viel Spaß macht, nimmt man auch sehr schnell und leicht auf, ne? Richtig. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt zu einer Aufnahme zwinge, ja. Also wie gesagt, ich habe ja auch auf Twitter damals gepostet, ja, Leute, der Kanal wird sich ein bisschen umstrukturieren, weil ich wieder ich sein möchte in den Videos und von daher, alle Videos, die kommen, sind aufgrund dessen, dass ich Lust drauf habe, ja, und nicht irgendwie aufgrund dessen, dass ich mich dazu zwingen möchte. So, dann. Halt den bereit. Ja, ja, natürlich. Der Nowinski ist gleich oben. Push mich! Ja. What the fuck?
Okay, anhalten, anhalten. Alter! Okay, dann fahren wir mal ein bisschen zurück wieder. What have you done, Junge? Jetzt muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Der Wagen fliegt ja gleich. Jetzt drehe ich den aus. Nach rechts noch ein bisschen mehr. Ja, ja, passt schon, mach. So. What the fuck? Das geht mit diesem Handbremse? Geht nicht! Mann, okay. Also nochmal. Pushen, pushen! Schneller! Ja, wir haben es geschafft, Freunde! Mit dem Nutzlastwagen von Nowinski. Dankeschön, sponsored by, ne? So, dann fahren wir da mal kurz rauf. Natürlich, alles, was irgendwie kaputt ist am Wagen, meine liebe Firma Nowinski, zahlt die Versicherung. Ja, wenn sie mich wiederfinden. Wenn sie mich wiederfinden. Ich glaube, der, glaub, der explodiert oder so. Wir fahren die Brücke runter. Ja, die Brücke. Sagst du, explodiert? Nee, ich meine, das war jetzt nur so gemeint, aber ich glaube, so ein Wagen explodiert nicht so einfach. Ich glaube, der hält was aus. So, Achtung. Okay, warte kurz. Ich häng fest. Ah! Jetzt geht's. Passt. Stopp, 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 stopp! Ja. Fuck. So, ich stelle mich kurz mal nur auf die Brücke, um eine gute Aussicht zu genießen. Nicht anfahren, bitte. So, jetzt mache ich einen Screenshot von der Seite. Screenshot von der Seite und Screenshot von der Seite. Sieht sogar nice aus, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen überrascht von der Aussicht mit dem Auto hier. Okay, und jetzt, wenn ich 3 sage, also wenn ich 3, 2, 1 und auf 1 fahrst du mir rein. Also fahr los, ja. 3, 2, 1, go! Alter, ist der langsam. Den ersten Hit hat er mal überlebt. Jo. Wow. Okay. Okay, ich verliere Leben. Alter, wie bist du denn geflogen? Ein bisschen weiter rechts. Ich glaube, in echt hättest du auch dich ein bisschen verletzt, ne, bei seinem Unfall. Hä? Ja. Das ist Karussellfahren. Mann, da. Wuhu! Alter, voll geiler Scheiß, was ist los? Der geht ab. Ach, by the way, eins kann ich euch noch sagen, auch wenn viele jetzt schon weggeschalten haben. Ja? Das ist einfach das Coolste, ist einfach, das, was ich jetzt sage, wissen nämlich nur diese Leute, die auch wirklich aktiv sind und auch wirklich meine Videos zu Ende gucken. Und zwar, eine Frage an euch. Ich komme nicht weg. Frage an euch. Wollt ihr denn, dass ich auch mal vielleicht den Challenge Time Facecam mache? Oder wollt ihr mal in anderen Spielen Facecam sehen als in Tomb Raider? Dann könnt ihr es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre richtig nice. Dann weiß ich das nämlich und dann kann ich das ja auch mal ein bisschen unterstützen hier, ne? Mich da ein bisschen drauf stützen, dass ihr das wollt. Also entweder bin ich gerade doof oder beim Auto vorne ist es schief. Das ganze Auto ist schief. Mich wundert, dass er dieses Teil nicht verloren hat, dieses das oben? Fensterputz, ja. Ich glaube, das ist ein Fensterputzwagen, ne? Keine Ahnung, ist mir egal. Nein. Nowinski, was macht ihr? Ja, Fenster putzen, ne? Wow! Komm ich da drunter durch? Ah, nee, das glaube ich nicht. Doch! Oh Mann. Tatsächlich. Und dann auch noch im Rückwärtsgang. Alter, schau dir den Wagen vorne an. Nice! Alter, stopp, stopp, stopp! Vorne mehr. Nein! Ah! Gut, ich stelle mich wieder auf. Alter, wie der immer rumfällt einfach. YOLO! Ja, natürlich passt er da durch. Muss erst mal vorfahren. Lass mich mal raus da. Ja, ich mache nichts. Ja, jetzt passt er durch. Nice! Aber schau mal, guck, bevor du mir nochmal reinfährst. Schau mal vorne. Ist das jetzt schief oder gehört das so? Der hat gar nichts mehr vorne, wie dann Motor und. Ne, oben da, das Fensterputzding. Ist das schief oder gehört das so ja, abgebogen? Das ist verbogen. Ja, nee, denke ich mir doch, Alter. So. Das ist verbogen wie sonst was. Ja, Leute, das war der Nowinski-Wagen. Das war das Nutzlastkraftwagen oder so. Auf jeden Fall sehen wir uns in der neuen Folge Challenge Time beziehungsweise in der neuen Folge Tomb Raider. Und zwar ist das... Wann? Gute Frage. Ja, morgen Tomb Raider, ne? Morgen? Ja, ja, morgen ist aber nicht morgen nach dem Video. Wenn du verstehst. Ja, stimmt auch wieder. Okay,
Egal. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Liscardio. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Nice.